Boogie Trash. Noch ganz simpel. Ziemlich fertig. Ja. Ziemlich fertig. Im Grunde genommen ist die, ja, das ist ziemlich energetisch und wild gewesen, die Boogie-Geschichte eigentlich. Und jetzt haben wir eine CD rausgegeben und machen ein paar Konzerte, die anders stehen. Könntest du beschreiben, wie das ist, was sie jetzt machen? Ja. Wir haben im 2008 eine CD rausgegeben, die Boogie heisst und so geladen war. Und dann haben wir das gespielt und dann haben wir nebenbei mal angefangen, so Spaghetti-Western-Musik komponieren, proben, aufnehmen im Duo, im Trio. Mit dem Flo Goethe, mit dem Bass, mit dem Michael Fluri, mit der Posaune. Habe ich angefangen, so Zeug komponieren in eine andere Richtung, die mich schon immer bewegt hat. Das sind so Gitarren, Melodien. Und das haben wir jetzt angefangen umzusetzen während 3 Jahren. Und haben jetzt eine neue CD gemacht, die Hermanos heisst, und ein kleines Orchester umfasst. Wie muss man sich Spaghetti-Western-Musik vorstellen, so wie Ennio Morricone? Spiel mir das Lied vom Tod, oder? Das ist eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ennio Morricone ist ein grosser Vorstreiter und die 70er Jahre und die 60er Jahre Western, das hat mich total beeinflusst in der Jugend. Im Kino Wilde Mann früher ist man mindestens einmal in der Woche so ein Sergio Leone schauen. Oder? Wo war das Kino Wilde Mann? Das Meindorf. Das Meindorf im Zürichsee, im Wilde Mann. Die haben das geboten, abgesehen von auch alle Kung Fu, alle Bruce Lee-Streifen, Jackie Chan, das haben wir also alles reingezogen. Und diese Musik ist von Anfang an ein Kracher gewesen, gerade das Lied vom Togo, ja immerhin mal eine Oscar-Nomination gehabt, aber glaube nie eine gegeben hat. Kannst du mal ein paar Akkorde spielen, wie das so tönt, das Spaghetti weiss? Und sie gesagt, wenn ich weiss, du hast jetzt natürlich kein Orchester dabei. Festgehalten und ich hänge eigentlich immer noch an Vinyl fest und ich finde, also die CD ist ja, so wie wir es machen, ist sie dann immer sehr liebevoll verpackt, in diesem schönen Teppichdesign gehalten und aus diesem Teppichdesign kommen dann unsere Erinnerungen von New York City oder unser Treffpunkt im Tessin, hinten drauf Ägypten und noch mehr Teppichmuster und im Innensleeve haben wir umgekehrt dann den Poster. Die nächste hat dann Boogie geheissen. Da haben wir uns von außen so vorgestellt, so Puffmutter und der kranke Sohn zusammen. Da ist die CD in so einer Büchliform gehalten, mit dem schönen Gürtel, mit der Boogie-Familie. Innen alle Kredits und Zeug. Und dann macht es irgendwie mit 2 Handgriffen so. Hast du da nachher zack quasi den Poster vom Duo. Und mit 2 Handgriffen hast du auch wieder ein Booklet. Das ist der Trick und das macht es eigentlich so speziell. Und das gibt es einfach vom Internet so nicht. Und die allerneueste mit dem schönen Titel Hermanos.
Gostos und Orchester. Da sind wir zusammen jetzt in die Länge gebaut. Da haben wir jetzt eine Abwicklung gewählt, die einfach gerade die längste CD gibt, die ich je gesehen habe. Das macht stolz und das gibt es eben eigentlich nur so physisch und von Hand gemacht und gefaltet.